akzeptiert. In Covenant geht es hauptsächlich darum, den... Ach, geht doch! Halt doch bloß die Klappe! Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4. Nuka World, eigentlich. Es ist Nuka World, aber ich versuche mich jedes Mal auszureden, aber... Ja, Semi-Nuka World. Ja, weiter geht's. Wir sind dabei, für die Raider Siedlungen klarzumachen. Was eigentlich jetzt gerade nicht der Fall ist, obwohl wir Covenant übernehmen wollen. Aber dafür müssen wir erstmal Covenant entdecken und jetzt müssen wir die Covenant-Quest machen, ja? Also, wir gucken mal, was hier nicht stimmt. Wir haben Dieser's Limonadendings gefunden. Dann reden wir jetzt erstmal mit Dieser. Bringst du deine Limonade? Hey, Dieser. Möchtest du eine kostenlose Limonade? Wo ist der Haken? Ich passe, ich nehme eine. Okay, das hat's nicht geändert. Hey, Kün. So, was hast du denn Feines? Anstochen, Befehl, selbst schon. Da ist leider nichts. Dan. Hey, Dan. Dieser Ort macht mich verrückt. Ich hoffe, du findest was über die Karawane raus. Okay, da ist nichts. Komm, dann geh mal hier zu dem Computer, den können wir hacken, glaube ich. Warte, erstmal abspeichern. Das ist jetzt das dritte Funkgerät. Ted soll sich darum kümmern. Ted. So, Büroterminal. Entsperren Meister. Oh, das mögen die nicht. Warte mal. Wir lösen es einfach mal kurz, ja? Passt auf. Neuankömmling. Willkommen. Brian Fitzgerald? Mr. Fitzgerald. Wir tolerieren keine Gewalt oder Anstößigkeit. Wenn du beides meidest, kommen wir gut miteinander aus. Okay, kann ich hier rausgehen? Dankeschön. Passt auf. Wir gehen jetzt einfach mal dahin, was sie verbergen. Ja? Und zwar dahin. Ja? Da ist dieses blöde geheime Irgendwas, was sie haben. Ich glaube, die nehmen alle möglichen Typen fest und aggressiv durchleuchten sie, ob sie Sins sind oder nicht. Oder wie war das nochmal? Genau, ich hab's vergessen. Hoffentlich kommen wir da auch einfach so rein, sonst müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Dann muss ich nochmal alles durchsuchen. Ist da oben eigentlich der Slog? Der ist da schon, ne? Ne, Mystic Pines. Mystic Pines? Mystic Pines. Mystic Pines! So, was war denn noch da oben? Ach, Starlight Reference, genau, stimmt. So, da ist die Tür. Haha. Ich seh mal, wieder durch das Wasser latschen müssen dann. Das geht sogar. Hey, cool. Ja, schnell gelöst. Dann fangen wir direkt mal an. So, abspeichern. Hätte ich doch bloß noch einen Schalldämpfer. Scheiß drauf. Wir haben ja unsere schallgedämpfte vollautomatische Kompensator. 10 mm todbringende Streuwaffe. Ach, guck mal. Ich glaube, mit denen können wir jetzt auch quasseln. Das ist überhaupt nicht wie eine Ausbildung. Außenstehende haben keinen Zutritt. Was machst du hier? Wie sollte mich das auf die Hölle bringen? Ich will keinen Ärger. Dreh dich um und geh. Und komm nicht zurück. Andernfalls wird das Folgen haben. Oh. La 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 la! Ich bin hier, um aufzurollen! Ach, der ist schon tot. Na. Kate? Kate! Hol ihn dir! Ja, aber cool mit Waffen rumschießen und. Oh, das ist eigentlich eine Quest, ne? Man kann auch mit dem Typen labern, glaube ich, dann. Komm, wir laden nochmal. Ich will nochmal zurückgehen. Ich will jetzt wenigstens nochmal versuchen, hier ordentlich reinzugehen. Man kann ja auch direkt umbringen, aber, man wird, glaube ich, auch... Man kann auch gefangen genommen werden. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn ich jetzt nochmal mit denen dahin gehe, was machen die denn dann? Hallo. Hände weg von den Waffen. Außenstehende haben keinen Zutritt. Was machst du hier? Wer bist du? Ich stelle die Fragen. Warum bist du hier? Bedrohst du mich etwa? Das kann sein. Ist nichts Persönliches. Du hättest nicht herkommen sollen. Ja, oh Mann, ey. Komm, wir laden nochmal. Dann gehe ich jetzt mal zurück und versuche mal so da reinzukommen. Wie war das denn nochmal? Ich glaube, die setzen ein Fest oder so. Ist lange her. Komm, ich geh nochmal zurück. Ist mir doch ein bisschen zu doof, die jetzt einfach alle zu töten. Der Quest ist halber. Will ich, ach, scheiß drauf, wir töten die jetzt. Ist mir jetzt zu doof. Machen die jetzt platt und gut ist, ey. Meine Güte. Immer dieses ganze Rumgelabere hier. Da draußen ist wer. Geh mal am Sack. Ich will euch einfach töten. Ja? Einfach umbringen. Und gut ist.
Mann, bleib doch mal liegen jetzt. So. Dieses scheiß Versteckspiel mit dieser blöden Quest hat jetzt ein Ende. Hallo, der Overboss ist da. Schnauze jetzt. Was? Hey. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Wer ist denn noch hier? Die Missionen müssen geschützt werden. Die Missionen? War das etwa schon alles? Ja, das war Kate. Wunder dich nicht. Es ist wirklich wenig. Gott. Covenant. So, haben wir denn hier? Ich bin kein Eindringling. Na gut, ein bisschen vielleicht. Mann, das sind sie aber auch nichts. Komm, wir nehmen das mit, die Sicherheitszeug. Ah, guck mal hier. Ich will auch so Türen bauen können. Ja, hier ist die Brücke gewesen. Nee, echt nicht. Ey. Warte, hörst du das? Meine Güte. Auf der Distanz mit einer Schrotflinte. Ich glaube, es hackt. Es zersprallen einfach viel zu wenig Körperteile. Ich muss das mal ändern. Versteckst du dich etwa dahinter? Dogmeat. Pass doch auf. Mann, Kate. Guck mal, die Waffe hat den anderen getroffen. Du hast deine Chance, Kate. Ach, guck mal, er hat sein Köpfchen verloren. Lass den Kopf nicht hängen. Oh Mann, ey. So. Scheiß Covenant. Der Eindringling muss vernichtet werden. Jo, hol dich nicht! Arme und Beine raus! Mann, die hört sich an wie Sektenspinner. Guck mal, hier ist die Abkürzung. Komm, wir gehen mal hoch zum Doktor. Oder wer das war, der hat auf jeden Fall einen weißen Kittel. Genau, hier ist die Fragebank. Wird man dann ausgequetscht, wenn man ist und so ein Scheiß? Da. Wo? Wo bin ich? Aber, wie sind die Lebenszeichen des Objekts? Fluktuieren etwas, aber noch... Wer seid ihr? Was, Scheiße! Mach das! Ich werde das nur einmal sagen. Sprich nur, wenn du zuvor angesprochen wurdest. Bitte fahr fort. Das Subjekt ist bereit für die Nullmessung. Subjekt, beantworte die Fragen schnell und mit dem ersten Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Ein wild gewordener Wissenschaftler brüllt dich an. Ich werde meinen Quantenharmonisierer in deine photonische Resonanzkammer stecken. Was sagst du? Ist das, der Safe Test? Beantworte die Frage. Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit diesem Wissenschaftszeug nicht aus. Ich ignoriere ihn. Du ignorierst ihn? Faszinierend. Oh Mann, die Psychos, ey. Das sind die ganzen alten Vault-Tests. Kronkorken. Noch einer. Sehr gut. Nuka-Cola liegt einfach überall. Toll. Hast du gesehen, Dogmeat? Sturmfeuerzeug haben wir gewonnen. Gewonnen! Im Müll. Okay, das ist ziemlich gelangweilt. Über der Verteidigung von Jamaica Plains und Good Warwick. Good Warwick hat jetzt uns, aber irgendwie, naja, keine Ahnung. Okay. Dann mal weiter. Ich meine, das war's schon. Geht man hier nur einmal rum? Warte, wir hatten noch eine andere Abzweigung hier. Da lang, ne? Ach, die, mit der kann man jetzt reden, ja? Plaudern wir ein wenig. Und da bist du. Mein Lebenswerk ist fast zerstört. Nur weil du unbedingt Stocktons angebliche Tochter finden willst. Du weißt aber, dass sie höchstwahrscheinlich ein Sünd ist. Wenn du mehr als nur ein Söldner bist, können wir die Lage vielleicht noch retten.
Die ist auch selber ein Synth bestimmt. Stocktons Tochter ist ein Synth? Was glaubst du, warum wir die Karawane angegriffen haben? Nach dem Test konnten wir die ursprüngliche Diagnose zu 70% absichern. Um sicher zu sein, muss ich eine Autopsie durchführen. Was? Nichts, was du sagst, kann das entschuldigen, was ich hier gesehen habe. Mit unserer Arbeit wollen wir verhindern, dass noch mehr Unschuldige unter dem Institut und seiner Synth-Bedrohung zu leiden haben. Covenant ist vieles. Eine Zuflucht für die Gebrochenen, die das Institut hinterlassen hat. Ich bin das Institut. Ein Ort der Sicherheit und Heilung. Aber am wichtigsten ist, dass wir die Chance haben, das Zeitalter der Paranoia zu beenden. Wie wäre es damit, wenn du mich Stocktons Synth beseitigen und unsere Arbeit fortführen lässt, zahle ich dir deine versprochene Belohnung. Ich bin reich. Covenant ist eine Zuflucht? Über die Jahre haben wir Gleichgesinnte rekrutiert. In Covenant geht es hauptsächlich darum, den... Ach, geht doch! Halt doch bloß die Klappe! Meine Güte, warum ist denn das so schwer? Die jetzt Synth-Teile eigentlich dabei gehabt? Lass mal gerade gucken. Synth-Komponenten. Unter Schrott, ne? Hab ich nicht gesehen. Ich sehe jetzt keine. Okay, so. Dann lassen wir euch mal frei, hä? Ihr blöden gefangenen Terminal. Nutzen von diesen verrückten Dingern nie verstanden. Was für ein Ding? Ein Terminal? Hey. Ah, bitte tu mir nicht weh. Sag mir, wer du bist. Ich bin Emilia Stockton. Ich bin kein Synth. Ich glaube dir. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Du hast mich gerettet. Danke. Mein Vater... Der alte Stockton, er wird dich belohnen. Dann lauf! Lauf, Schlampe! Sehr gut, die sind wir fertig. Können wir jetzt mal looten. Machen wir noch Covenant platt und dann ist das meine Siedlung. So, hier ist ein Bettchen. Meine Güte, die holen sich auch alle möglichen Lungenkrankheiten hier unten. Alles voller Schimmel, feucht. Alles. Also, die finden nur aus, ob es ein Synth ist, wenn sie eine Autopsie machen, ja? Aber dann stirbt ja sowieso jeder. Meine Güte, einmal zum Kacken. So. Aber wo ist der Autopsietisch? Den haben wir noch gar nicht gefunden. Doch, warte mal, da waren wir irgendwo, ne? Guck mal hier. Eine Kronkorkenmine, warum auch immer. So, sind wir fertig? Ach, hier. Ach, darauf autopsieren die, oder was? Auf einem Bett? Oh Mann, ey. Okay, dann mal zurück. Ich kann schlafen. Warte, wir müssen mal eine Runde pennen. Ja? Ich schlafe mal eine Runde auf dem Autopsietisch. Meine Güte. Schwere Wörter, Aldemar. Raus. Raus aus den Federn, Schatz. Wir schlafen aber mal 12 Stunden, weil ich habe keinen Bock, im nachts zu spielen. Im Nacht. 4, 5, 6. 7, 8. Raus aus deinen Federn, Liebling. Wo bist du überhaupt, Kate? Kate? Du wirst schon auftauchen. Okay. Wir haben nur ein bisschen Durst, sonst alles gut. Hier ist die Abkürzung. Haben wir nicht irgendwo ein Magazin oder so? Haben wir es vielleicht übersehen? Nichts. Ordner. Auch nicht darunter. Ja, die haben ja auch Vault-Sachen. Ich meine, hier steht bestimmt irgendwo in einem Computerterminal, warum die das auch, die ganzen Vault-Fragen benutzen. Aber ich bin jetzt zu faul. So, noch alles mitnehmen. Gute Nacht, Manny. Gute Nacht, John Boy. So. Dann stellen wir mal alle zur Rede. Mal sehen, was Nicolas Cage zu sagen hat. Der läuft nämlich nur im Kreis und oh mein Gott, ich hasse diesen Ort. So ein toller Detektiv.
Da sind sie doch alle. Guck mal, Flasche auffüllen, das ist gut. Ach, oh, schade, nur drei. Ah. Na! Hua. Swanson. Oh, okay. Ah, jetzt sind sie feindlich? Sind sie alle feindlich? Oder nur Swanson? Hm. Dan! Oh nein, Dan! Er ist bestimmt im Bedrängnis. Schießen die Geschütze auf mich, oder? Oh, die scheiß Tür! Schießt Kate gerade im Sitzen? Tatsächlich. Kate, geil. Kate, oh shit. Oh Mann, ey. Warum hab ich mal das Gewehr in der Hand gehabt? Ich tue ein paar Kronkorkenminen hinlegen und gut ist. Ah, wir wissen nur, wie das endet mit den Kronkorkenminen. Mann, jetzt ein paar Raider. Schade, dass ich keine Raider-Leuchtpistole habe. Okay, machen wir es so. Egal. So. Ja, dann guck mal raus, meine Kleinen. Oh, shit. Ich weiß noch, es endet immer so. Oh, Mann, ey. Ich und die Kronkorken, wir sind beste Freunde. Wow! Das sind mal gute Geschütze. Oh, schade. Stacheldraht, der alles abhält. Okay, was für eine Scheiße. Hallo? Wo ist Dan? Haben die den zurückgebracht oder ist der draußen? Verschwunden? Das war ein Beschiss. Mann, wo sind die ganzen Leichen? Jetzt muss ich die einsammeln. Toll, jetzt regnet es auch. Toll, Kate. Guck mal, hier liegt ein Bein. Irgendwas verfolgt uns. Hab ich dich! Meine Güte! Halt die Klappe, Penny Fitzgerald. Wir können deinen Schlüssel gebrauchen. Du hast gewonnen, hat er gesagt. Habt ihr das gehört? Oder die oder der? Wo ist eigentlich Dan? Der Bürgermeister. Hier sind auch bestimmt ein paar Leichen hingeflogen. Das nehmen wir mit. Ha! So geht's. Dürfte mich keiner mehr angreifen, oder? Oh, dieser, tut mir leid, was passiert? Granaten? Scheiße, Schnauze voll hier gehabt, ey. Dr. Patricia.
Aber Dan hat uns nicht angegriffen, oder? Ob die den getötet haben? Dan, wo bist du denn? Doktor, das steht, glaube ich, irgendwo draußen oder so. Patricia? Settler? Ah, Leute, ich sehe gerade, wir müssen mal abspeichern gerade. Ja, wir sehen uns nächste Folge wieder. Da, ich glaube, ich mache hier nichts. Ich jetzt. Oh, guck mal, kleines Kätzchen, hast du überlebt? Ja, fein! Sehr gut. Okay, Leute, ich speichere ab. Wir sehen uns nächste Folge wieder bei Fallout 4 und bis dahin. Haut ihr rein!